Hallo Leute, heute melde ich mich mal aus unserer Küche, nicht aus dem Wohnmobil, weil es nicht direkt ums Wohnmobil geht, sondern eher ums Kochen bzw. ums Grillen. Und zwar habe ich einen Kadak-Grill mir vor Jahren gekauft, den ich schon ein bisschen modifiziert habe. Und zwar habe ich da Vorrichtungen hingebaut, um längere Beine dran machen zu können, dass dieser Kadak-Grill, der normalerweise ein Tischgrill ist, hier sieht man ihn, habe ich mal auf unserer Theke stehen. So sieht man ihn. Da steht er mit seinen normalen Füßen und ich habe da was hingebastelt. Da hinten kann man es ahnen, wo man längere Beine reinstecken kann. Darum geht es aber heute nicht, sondern es geht heute um diesen Windschutz, den ich hier gemacht habe. Dass man auch bei etwas stärkerem Wind auf diesem Grill grillen kann, ohne dass das Feuer ausgeht, beziehungsweise die Flamme immer woanders hingeblasen wird. Und wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Dann erkläre ich euch das Schritt für Schritt, wie das funktioniert mit diesem Windschutz. Viel Spaß beim Videoschauen. Ihr wollt bei eurem Kadak-Grill vielleicht auch mal einen Windschutz anbringen. Hier. Aber wohin? Da oben ist blöd, funktioniert nicht so richtig. Ich zeige euch, wie ich das Problem gelöst habe. Ich habe mir hier 10 Stück von diesen Neodym-Magneten besorgt. Da kann man eine Schraube durchstecken und diese schraube ich jetzt hier oben am Rand in entsprechenden Abständen an. Erstmal ein Loch bohren, dann mit der mitgelieferten Schraube diesen Magnet hier anschrauben. Hier habe ich also diesen Magnet hingeschraubt. Das mache ich nachher noch an verschiedenen weiteren Stellen. Ich muss nur genau ausmessen, wo das sein muss. Und hier an meinem klappbaren Windschutz habe ich mir einen weiteren Magnet angebracht. Hier, und zwar mit einer Blindniete hier hingenietet. Und das Ganze ist ein Stück Schrumpfschlauch. Da passt dieser andere Magnet rein. Der hat kein Loch, keine Bohrung für eine Schraube. Diesen zweiten Magnet tue ich hier in den Schrumpfschlauch rein und nehme einen Brenner oder einen Heißluftföhn. Und schmelze diesen Schlauch zusammen, lasse den schrumpfen. Dabei wird der Magnet in dem Schlauch gehalten. Dürft ihr nicht allzu heiß machen, weil diese Magneten bei hohen Temperaturen ihre Magnetkraft verlieren. So. Heiß. Bisschen zusammendrücken. Und dieses Teil hier mache ich dann an den nächsten Stellen irgendwo noch hin, beziehungsweise am anderen Ende natürlich, sodass das Teil, dieser Windschutz, sich nachher hier magnetisch festhalten kann. Hier sieht man es, wird sich da hinhalten. Und genauso mache ich das ringsrum 4-5 Mal und dann hält mein Windschutz einwandfrei auch hier an diesem Kadak-Grill. Hier habe ich also jetzt schon 2 von diesen Magneten angebracht, an jedem Ende von dem Windschutz 1. Die sind hier eben beweglich aufgehängt in diesem Schrumpfschlauch. Dadurch können die sich hier mit etwas Abstand an diesen Magneten anlegen. Das Teil hält jetzt schon, aber natürlich sehr, sehr windig. Ja, ist ja auch ein Windschutz, ist ja klar. Und deswegen habe ich mir jetzt mit diesen Klammern hier weitere Stellen markiert, über denen ich nachher hier am Grill unten weitere Magnete festschrauben werde. Und weil ich mir diese Stellen nicht merken kann, habe ich hier eben entsprechend diese Klammern hingemacht, nur um mir diese Stelle zu markieren, wo ich dann nachher oben drüber, im gleichen Abstand wie hier, bei dem drüberen Magneten, hier exakt oben drüber, weitere
Magnete eben anschrauben werde, sodass der Windschutz nachher schön stabil an dem Grill hängen bleibt. Das mache ich jetzt schnell und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, am Grill sind jetzt alle Magnete dran, die ich brauche. Das sind jetzt 6 Stück. Hier vorne ungefähr symmetrisch zu dem Regler, rechts und links von dem Bein. Man muss natürlich aufpassen, dass man im Inneren keine Stelle trifft, wo in irgendeiner Form, hier sind die Schrauben, die da rausschauen, dass man diesen Mechanismus von den Beinen in irgendeiner Form stört. Also es hat überall gut Platz gehabt. Und jetzt werde ich die weiteren Schrumpfschläuche schneiden und den Magnet einschrumpfen jeweils, damit ich das dann ringsrum eben an der entsprechenden Stelle festhängen kann. So, hier habe ich 4 weitere Stücke von den Schrumpfschläuchen. Da schmelze ich jetzt die Magnete rein. Jetzt nehme ich wieder so ein Magnet, schiebe ihn hier rein, dass er ungefähr 3 mm hinter der Kante verschwindet und schrumpft den jetzt hier wieder rein mit meinem Bunsenbrenner. Wie gesagt, nicht allzu heiß machen, weil die Magnete sonst nicht mehr magnetisch sind. Lieber zwischendurch mal abkühlen lassen und dann wieder von neuem ansetzen. Machen wir dann gleich weiter, wenn es wieder abgekühlt ist. Nächstes Stück.
Jetzt können wir bei den anderen weitermachen. Die sind jetzt wieder abgekühlt, dass man hier hinten den restlichen Schlauch noch klein schrumpft. Auch den wieder etwas platt drücken. Genau. Wie gesagt, dem habe ich hier ein feuchtes Tuch genommen, damit ich mir nicht die Finger verbrenne, weil der Schlauch an der Stelle relativ heiß ist. So. Gut, und die halten dann nachher hier an diesen zusätzlichen Magneten. Ihr müsst auf die Polung achten. Wenn ihr das verkehrt rum haltet, dann stößt sich's nämlich ab. Also richtig rum. Nordpol auf Südpol. Und dann könnt ihr diese Teile auch an eurem Windschutz festmachen. Ich habe hier gleich beim nächsten in der Mitte eins vorgesehen. Dann am letzten, weil das muss man halt manchmal aufmachen, damit man eben den Rost rausnehmen kann. Deswegen kann ich das dann wegklappen und trotzdem bleibt das Ganze hier an dem hier noch hängen. Und das mache ich jetzt hin. Könnt ihr ganz sicher. Dann nehme ich mir hier so eine Blindniete, ein Scheibchen, dass die Auflagefläche gleich ein bisschen größer ist, stecke das durch das Loch hier in dem Magneten. Jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich es richtig rum hinmache. Ihr müsst den Nagel von dem Blindniet zum Grill hinhalten und dann muss es sich anziehen. So muss es ausschauen, weil ihr das Teil ja gleich entsprechend so rum nach innen durch dieses Loch hier durchwedeln, damit es nachher auch richtig hält. Ich habe mir hier ein Stück Holz vorbereitet mit einer Bohrung drin. Durch diese Bohrung stecke ich diesen Blindniet. Dann kann ich den gleich schön durchdrücken. Wie gesagt, ist wichtig, dass der Magnet an die richtige Seite zieht. So, und jetzt wird das immer stabiler. Wir haben jetzt also zwei Stück dran. Brauchen wir gleich noch die nächsten. Noch ein Tipp, was die Anordnung der Magnete angeht. Hier vorne habe ich die Bohrung weiter unten machen können, wegen diesem Ausschnitt. Hier bin ich oberhalb des Ausschnittes. Und wenn ich jetzt den Gummi gleich lang mache wie bei den anderen, dann ist dieser Magnet nicht auf einer Linie mit den beiden anderen Magneten. Deswegen müsst ihr darauf achten, den Gummi etwas kürzer zu machen. Macht euch am besten hier eine Linie, auf der ihr nachher alle Magnete mittig platziert, entsprechend der Anzahl, die ihr braucht. Ich möchte euch jetzt noch das fertige Ergebnis zeigen. Hier ist also jetzt der Kadak Grill mit dem Windschutz, den man jetzt hier über die Magnete eben hinklipsen kann.
eine kleine Änderung zu dem von vorhin. Ich habe jetzt hier noch unter die Magnete zwischen Magnet und Grill ein Kunststoffteil gemacht mit 10 mm Dicke. Hier sieht man es da drüben auch, dass der Windschutz schön senkrecht steht. Schaut meiner Meinung nach recht gut aus. Hier die beiden Vorderteile kann man aufklappen, ohne dass das Ganze runterfällt, weil es eben am nächsten Teil, am nächsten Feld auch noch fest ist. Wenn man hier jetzt was Größeres reinlegen möchte, eine Pizza oder was, oder ein Riesensteak, dann kann man hier eben entsprechend aufmachen und danach wieder zumachen. Und kann man grillen auch bei etwas stärkerem Wind. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.